Knappe zwei Wochen hat Martin Graf auf Durchtauchen gesetzt. Letztlich wurde der Druck aber doch zu groß. Die, Zitat Heinz-Christian Strache, mehr als komische Optik, die musste weg. Und so hat der dritte Nationalratspräsident gestern seinen Rückzug aus der Gertrud-Mescher-Stiftung angekündigt. Zur Erinnerung, die Pensionistin Gertrud Mescher hatte Graf die Verwaltung ihres Vermögens anvertraut und sich bald von ihm reingelegt gefühlt. Enthüllt hat das Ganze meine Kollegin Julia Kovarik und sie zeigt Ihnen heute auch, was der Teilrückzug Martin Grafs nun für die alte Dame bedeutet und wie es Frau Mescher zuletzt so ergangen ist. Seit zwei Wochen hat sich der Alltag der 90-jährigen Donaustädterin Gertrud Mescher grundlegend geändert. Jeder spricht über ihre Stiftung und Journalisten stellen immer und immer wieder dieselben Fragen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber naja, schauen Sie, die wollen das alles in die Länge ziehen, nicht? Aber ist ja gar nicht wahr. Ich glaube, jetzt habe ich Ihnen genug gesagt. Ja, gut. Ja, werde ich Ihnen noch einmal geben. Gut, danke. Wiederhören. Ja, damit, ne? Bei Ihnen geht's rund, oder? Bitte? Bei Ihnen geht's rund. Ach, ich war schon froh, wenn das einmal aus wäre. Aber es tut sich jetzt wenigstens was, ne? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin so froh, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil sonst hätte sich nichts getan, gell? Seit dem Reportbericht vor 14 Tagen kennt das ganze Land die Geschichte der alten Dame und ihre Bekanntschaft mit dem dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf, die sich als alles andere als ein Glücksfall erwies. Scott. Die Gründung der Stiftung, der sie ihr gesamtes Vermögen überträgt und in der Graf seinen blauen Freundeskreis unterbringt. Den FPÖ-Rechtsanwalt Michael Witt und seinen Konzipienten Alfred Wansch, FPÖ-Landtagsabgeordneter in Wien. Als Notar fungiert Harald Stephan, Nationalratsabgeordneter und Straches Stellvertreter in der FPÖ. In den Jahren nach Gründung der Stiftung erfährt Frau Mescher, dass sie nichts mehr ändern kann. Ein Widerruf der Stiftung ist ausgeschlossen. Das endgültige Zerwürfnis kommt 2008, als Graf ohne ihr Einverständnis ein Haus kauft, in dem sein Bruder mit seinem Lokal eingemietet ist. Mehr als 1 Million hat Frau Mescher der Stiftung gegeben. Zurückbekommt sie ein Taschengeld, 400 Euro im Monat. Ich bin angewiesen auf das, sozusagen, gibt er mir was, ist gut, wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Sie sind eigentlich total abhängig. Ich bin reingelegt worden, ja. Frau Mescher versucht, den Stiftungsvorstand loszuwerden. Seit Oktober des Vorjahres auch bei Gericht. Bisher erfolglos. Warum lassen Sie die alte Frau nicht einfach in Ruhe und treten aus dem Vorstand zurück? Ich habe einen Stiftungszweck dort zu exekutieren. Aber ich darf Ihnen noch einmal sagen, das ist eine gerichtsanhängige Angelegenheit. Da kann ich auch gar nicht viel agieren, sondern da sind die Gerichte am Zug. Und ich weiß schon, dass das für Sie vielleicht jetzt interessant ist, aber ich möchte doch nicht präjudizierend einem Gerichtsverfahren vorgreifen. Martin Graf will nicht nur nichts sagen, sondern Berichte über seine Rolle in der Stiftung überhaupt verbieten. Beim Handelsgericht Wien will er durch eine einstweilige Verfügung die Ausstrahlung des Reportbeitrags noch am Sendungstag verhindern. Vergeblich. 12 Tage lang berichten alle Medien über den Fall. 12 Tage versucht Graf, sich zu rechtfertigen. Sein Rechtsanwalt verkündet dann überraschend am Montag um 9.05 Uhr per Aussendung, Graf zieht sich aus dem Vorstand der Gertrud Mescher Privatstiftung zurück. Begründung die Medienkampagne Schade Stiftung und Stifterin. Martin Graf hat heute via Medien verkündet, dass er aus der Stiftung zurücktreten möchte. Würde mich freuen. Je früher, desto besser. Glauben Sie, wird das so reibungslos funktionieren oder was denken Sie sich dazu? Ja, ich wäre froh, wenn es endlich einmal zurücktritt, aber wie ich gehört habe, sollen die zwei anderen Herren nicht zurücktreten. Aber es war ja ursprünglich, hat der Anwalt von Herrn Dr. Graf meinen Anwalt gefragt sozusagen,
Die anderen zwei Herren würden zurücktreten, aber er nicht. Jetzt auf einmal tritt er zurück, aber die anderen zwei nicht. Also was soll ich da denken? Für Frau Meschers Anwalt Alexander Hoffmann ist es taktisches Kalkül, dass die beiden anderen Vorstandsmitglieder bleiben. Da findet sich in der Stiftungserklärung eine ganz interessante Regelung, eine sogenannte Kooptionsregelung. Das heißt, beim Ausscheiden eines Mitglieds wären die anderen verbleibenden Mitglieder berechtigt, das fehlende Mitglied zu ersetzen und einen Dritten in den Vorstand zu berufen. Das könnte jetzt natürlich die Überlegung sein, dass Graf zurücktritt und die beiden anderen, nämlich Dr. Wansch und Dr. Witt, einen Stellvertreter sozusagen für den Herrn Dr. Graf als einen Stellvertreter unter Anführungszeichen bestellen. Das wäre natürlich eine vollkommen unbefriedigende Lösung, denn dann wäre die Stiftung weiterhin in der Hand des Netzwerkes um den Dr. Graf. Noch in den Tagen bis zur Ankündigung des Rücktritts hat der Stiftungsvorstand Frau Meschers seine Macht demonstriert. Am Donnerstag kommt dieser Brief mit der Post. Das ist der Brief, den ich jetzt zum Schluss bekommen habe, und zwar von einer Gebäudeverwaltung, weil das Haus, in dem ich das Wohnrecht habe, wird jetzt von einem Gebäudeverwalter verwaltet. Was der verwalten soll, weiß ich nichts. Sehr geehrte gnädige Frau, die Gertrud Meschers Privatstiftung hat uns ab 1. Juli 2012 mit der Verwaltung der Liegenschaft 1220 Wien an der oberen Alten Donau beauftragt. Das ist nur, dass wieder Kosten auflaufen und dass er mich segiert. Das wundert mich ja nur, dass ich überhaupt noch da wohnen darf. Vor zwei Wochen noch hat uns Frau Meschers ein Grundstück gezeigt, das sie in den 80er Jahren von ihrer Mutter geerbt hat. Nach dem Bericht kann sie es nicht einmal mehr betreten. Naja, Einfahrt frei halten. Hab keine Worte. Die Stiftung hat das Schloss ausgewechselt. Mit dem Grundstück hatte der Stiftungsvorstand einmal viel vor. Dass ich ja nicht hinein kann. Sehen Sie da die Stehe noch? Ja. Da ist abgetrennt gewesen. Das ist das Stück, was wir dazu kaufen hätten müssen, wenn da gebaut wird. Nicht? Und das geht so noch rückwärts. Das ist so ein Zwiegel. Das sind 330 Quadratmeter. Bald nach Errichtung der Stiftung versuchte Graf als Stiftungsvorstand, das Stück Land zu verkaufen. Erst sein Donaustädter Parteifreund Walter Prinz vermittelte ihm den Kontakt zu einer Wohnbaugesellschaft. Mehr als ein Optionsvertrag ist nicht daraus geworden. Angekauft wurde der Zwickelland dennoch und liegt seitdem brach. Den hat sozusagen der Vorstand der Stiftung vom Geld der Stiftung gekauft? Von meinem Geld. Das war das Erste. Er hat gesagt, das kaufen wir gleich. Ich habe mir gedacht, das wird schön. Nicht? Was hat denn das gekostet? 50.000 Euro, 330 Quadratmeter. Für den Kauf hat die Stiftung Wertpapiere veräußert. Statt Geld für regelmäßige Ausschüttungen hat die Stiftung nun ein Grundstück, das niemand kauft. Rechtsanwalt Farid Riefat, der bis jetzt auch als Strafverteidiger von blauen Politikern aufgefallen ist, hat die Stiftungsurkunden genau studiert. Würde Sie dieser Fall auch interessieren? Selbstverständlich, er ist hochinteressant. Vor allen Dingen in juristischer Hinsicht ist er hochinteressant. Was ist für Sie das Interessante an dem Fall? Na, was da wirklich versprochen und gesagt wurde und was da wirklich für Absichten von welcher Seite dahinter waren und was man sich denn vorgestellt hat, mit dem Vermögen der Frau Meschers zu machen. Zwei Aspekte, die strafrechtlich relevant sein könnten, sind dem Experten aufgefallen. Man muss es in zwei Phasen einmal trennen. Die erste Phase ist bei Errichtung der Stiftung, der Stiftungsurkunde und der Zusatzurkunde. Da kann der Tatbestand des Betruges erfüllt sein. Ich sage, kann erfüllt sein, wenn der Frau Meschers etwas vorgegaukelt wurde, versprochen wurde, was sich aber aufgrund der Urkunden anders darstellt. Man täuscht jemanden, um dann in der Folge die Freunde, die im Vorstand sitzen, wo man selber auch im Vorstand sitzt, sage ich jetzt, wohlwollend und gut bedienen kann. Und das andere wäre dann eine mögliche Untreue, wenn ich als Stiftungsvorstand, das kann also jeden der Vorstände treffen, hier pflichtwidrig, wissentlich pflichtwidrig vorgehe, dann habe ich den Tatbestand der Untreue erfüllt.
Für alle drei Vorstandsmitglieder der Stiftung gilt die Unschuldsvermutung, auch finanziell sei alles korrekt, versichern sie. Trotz wiederholter Anfrage war keiner von ihnen zu einem Interview bereit. Das schon Frau Mescher, denn Grafs Erklärungen nehmen sie ziemlich mit. Ich sage Ihnen, ich kann mich nicht mehr ärgern. Ich kann mich, ich muss schon sagen, manchmal, was Blödheiten die da. Er weiß schon immer mehr, was er sagen soll. Was der. Ich ärgere mich nicht, ich wundere mich nur über die Aussagen, über die, was er da immer wieder weiß, was er für mich getan hat. Martin Graf möchte, wie gesagt, zur ganzen Causa öffentlich nicht mehr Stellung nehmen. Und auch Vertreter der Freiheitlichen Parteispitze wollten oder konnten heute nicht zum Live-Interview ins Reportstudio kommen. Die möglichen politischen Folgen der Causa Graf werden wir in den nächsten Minuten dennoch besprechen, und zwar mit dem Politikexperten Thomas Hofer. Guten Abend, danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Herr Hofer, Martin Graf geht aus der Stiftung, nicht aber aus dem Präsidium des Nationalrates. Reicht das jetzt oder bleibt er politisch unter Druck? Natürlich bleibt er unter Druck. Das war jetzt einmal ein Zeitgewinn, auf den er gespielt hat. Das ist ihm gelungen für ein paar Tage. Das ist mal eine Nachricht, dass er sich aus der Stiftung zurückzieht. Aber natürlich ist die Causa damit nicht ausgestanden für ihn. Der nächste Schritt müsste eigentlich sein, um wirklich die Causa zu befrieden, dass sich die anderen beiden FPÖ-Mandatare aus der Stiftung zurückziehen. Und dann ist natürlich noch immer nicht klar, ob nicht der politische Druck seitens der Medien und seitens der anderen Parteien auch auf den Nationalratspräsidenten Graf noch weiter steigen wird. Denn eines ist klar, die FPÖ hat schon Schaden genommen, und je länger er und dieses Thema in den Medien sind, desto unwirscher wird es für die FPÖ. Wie sehr hat denn nun die Partei, wie sehr hat auch Martin Graf selbst als Person Schaden genommen, und warum diesmal möglicherweise mehr als bei anderen? Nun, natürlich ist es so, dass man das noch nicht final beurteilen kann. Das ist erst 2 Wochen her, dass das der Report aufgedeckt hat. Also insofern hat sich die Meinung noch nicht final gebildet bei den Österreicherinnen und Österreichern. Allerdings muss man eines sagen, es gab schon früher mal Krisen bei der FPÖ, von denen sie sich immer wieder erholt hat. Das ist eigentlich nach dem Schema F abgelaufen bei der FPÖ, in dem einer etwas Unsägliches gesagt hat, dann gab es öffentliche Empörung und vor allem eine ideologische Debatte, ob denn das sein kann. Danach hat sie sich immer wieder erholt. Und der Unterschied jetzt bei dieser Causa ist ganz klar ein fundamentaler. Jetzt geht es an die Kernpositionierung der FPÖ. Waren es vorher eben ideologische Debatten über eine mangelnde Distanzierung zum Dritten Reich in etwa, ist es jetzt so, dass es wirklich die Kernpositionierung der FPÖ betrifft, die ja für den kleinen Mann, für die kleinen Leute da sein will. Jetzt lautet das Match mächtiger Nationalratspräsident der FPÖ gegen 90-jährige Pensionistin. Das ist ein Match, das die FPÖ nicht gewinnen kann und das ihm ihr in ihrer Kernpositionierung durchaus wehtun kann, auch längerfristig. Heißt jetzt plakativ zusammengefasst, anstreifen bei Neonazis darf man, aber anstreifen beim Geld einer alten Dame darf man nicht. Das ist sehr spitz formuliert, aber im Prinzip ist es so. Natürlich kann man immer wieder, und das ist auch der Schmäh der FPÖ, die sie immer wieder anwendet in solchen Situationen, dass sie sich selber in die Opferrolle bringt. Sie sagt, die Medien hetzen gegen uns, der politische Mitbewerb führt eine ideologische Debatte. Das ist in dem Fall einfach nicht möglich. Denn die Frau Mescher jetzt aus der Opferrolle rauszudrängen, in die Täterrolle zu bringen, das geht einfach nicht. Das schafft die FPÖ in dieser Frage nicht. Und insofern haben Sie schon recht. Also quasi so unter Anführungszeichen öffentlich den Handtaschenräuber zu geben, sehr spitz formuliert, das geht viel weniger durch als eine ideologisch aufgeladene Debatte in Österreich. Jetzt sehen ja verschiedene Beobachter einen angeblichen Konflikt zwischen Parteispitze und dem Burschenschaftslager in der Freiheitlichen Partei. Ist das eine Überinterpretation oder ist da was dran? Ich glaube schon, dass was dran ist. Das ist ja nicht der erste Fall, wo klar wird, dass Strache mit Martin Graf jetzt wahrscheinlich nicht engstens befreundet ist. Da gab es schon früher mal Auseinandersetzungen. Eines ist nur schon klar, und das war auch bei Jörg Haider schon so, dass es Strache noch schwieriger hat, sich von diesem Lager zu distanzieren. Das müsste eigentlich in Richtung Wahlbevölkerung, um breiter zu werden, um größer zu werden in den Umfragen und bei den Wahlen. Aber er kann eigentlich auf das Burschenschafterlager nicht gänzlich verzichten. Das ist einfach ein Reservoir für die FPÖ, das immer wichtiger geworden ist im Laufe der Zeit, vor allem nach Abspaltung des BZÖ. Also da muss er sehr vorsichtig sein, und das ist jetzt für ihn ein Balanceakt. Er hat zwar Graf indirekt recht heftig kritisiert und ihm ja auch die Rute ins Fenster gestellt, falls er sich nicht zurückzieht und falls er das Gerichtsverfahren verliert. Aber wie gesagt, komplett vergrätzen kann jetzt das Burschenschafterlager eben auch nicht.
Können Sie einschätzen, wie Graf selbst in diesem Lager im Moment dasteht, in diesem Burschenschaftslager? Nun, ich habe mit zwei, drei Leuten gesprochen, die jedenfalls die Optik für nicht wirklich gut befinden. Das zumindest ist, glaube ich, auch im Burschenschaftslager klar. Aber ich glaube schon, dass dort sowas wie Nibelungentreue noch immer da ist. Und es wird jedenfalls keiner sich öffentlich von ihm distanzieren. Soweit, glaube ich, geht die Loyalität oder eben die Treue in diesem Lager schon. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt Interviews hören werden von Leuten, die aus dem Burschenschaftlager den Herrn Graf kritisieren. Wie lange, glauben Sie, kann sich Graf halten jetzt als dritter Nationalratspräsident, beziehungsweise anders gefragt, was müsste passieren, dass ihn die Freiheitlichen möglicherweise doch fallen lassen? Also wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, wenn das weitergeht, wenn es zu einer Verurteilung kommt oder zu einer Entscheidung, die gegen ihn ausgeht, dann glaube ich, und das hat Strache ja schon angekündigt, auch in Interviews, dann könnte wirklich der Lackmustest für ihn gekommen sein. Und zudem gibt es eine Möglichkeit, das ist ja auch bei anderen Parteien schon diskutiert worden, ganz einfach einen Abwahlmodus für Nationalratspräsidenten einzuführen. Das gab es bislang nicht oder gibt es bislang nicht. Gibt es nur bei Volksanwälten auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da über den Sommer, wenn das wirklich nicht befriedet werden kann und sich die anderen beiden nicht aus dem Vorstand zurückziehen, dass das schon eng werden könnte für den Herrn Graf. Jetzt gibt es ja gerade was diesen Abwahlmodus betrifft, seit Jahren immer wieder aufs Neue eine Partstellung. Da will die SPÖ, dass man mit Zweidrittelmehrheit so einen Präsidenten oder einen Amtsträger abwählen kann. Die ÖVP hat da eine andere Position, die sagt aktuell, wenn jemand zu 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wird, dann soll er erst abgewählt werden können. Erkennen Sie bei dieser ÖVP-Position eigentlich eine bestimmte Strategie dahinter? Na, bislang, glaube ich, war es schon ganz klar wahrzunehmen, dass man sich einen potenziellen Koalitionspartner nicht völlig vergrämen will und ihn nicht völlig vor den Kopf stoßen will. Jetzt könnte sich das natürlich ändern. Wenn die ÖVP zur Einsicht gelangt, dass das der FPÖ vielleicht gar nicht so unrecht wäre, oder der FPÖ-Spitze gar nicht so unrecht wäre, dass Graf nicht mehr Nationalratspräsident ist, könnte man schon die Position ein bisschen aufweichen. Also ich glaube, das wird eine innenpolitisch spannende Debatte, wenn es eben so ist, dass die Stiftung an sich weiter in den Medien bleibt. Das ist natürlich schon notwendig, denn für die FPÖ spricht in dem Fall, dass jetzt die Sommerpause kommt und dass das natürlich auch in Vergessenheit geraten kann wieder. Danke für diese Einschätzungen. Danke.